Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Kirchheimer, Astner, Kaier, Tittmalinger, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Den heutigen Abendimpuls, den halt wieder einmal nicht ich, sondern wir haben zurzeit ja jeden Mittwoch Nachmittag mit unserem Seelsorgsteam einen geistlichen Nachmittag. Und da war heute unser Diakon dran, der Uwe Kraus, und der wird jetzt zu uns sprechen über das Geistliche. So, ja, dann bin heute ich dran. Es geht um die geistliche Musik. Wir kennen ja die klassische geistliche Musik. Also, wenn wir das Gotteslob ausschlagen oder im Radio oder im Fernsehen ein Konzert hören, gerade so in der Advents- oder Fastenzeit oder Osterzeit, werden dann gerne Angebote gemacht. Schubert-Messe, wenn die Blech aufspielt, alle diese Dinge. Choralgesänge, auch ja, was in den Klöstern oft für Konzerte geistliche Musik stattfinden. Alles ist geistliche, die klassische geistliche Musik. Es gibt aber auch das neue geistliche Liedgut. Auch, ja, so neu ist es eigentlich gar nicht mehr, also wir kennen es auch schon ganz gut. Ich würde da zum Beispiel gerade die Stimme nehmen. Sie hat einige Lieder geschrieben, auch die inzwischen auch einzeln ins neue Gotteslob bekommen haben. Tessé-Gesänge, zum Beispiel Musicals, eine Rockoper gibt es ja sogar, Jesus Christ Superstar. Und in dem Zug würde ich auch darauf verweisen, auf modernere klösterliche Musik. Oder auch, wir haben ja bei uns im Pfarrverband auch einen Künstler, Martin Ströber, mit seinen Musiktheatern. Oder er hat jetzt auch wieder für den Gottesdienst geschrieben. Alles das, was so eher in letzter Zeit so neu dazugekommen ist, nimmt man so das geistliche, neues geistliches Lied gut. Viele Jugendgesänge, Kinderlieder, einfach, die wir auch verwenden bei den Kinderbibeltagen, Kindergottesdiensten, Jugendgottesdiensten. Die Jüngeren haben es halt manchmal gerne ein bisschen schmissiger. Da braucht man dann eher eine Gitarre oder eine Band oder einen Jugendchor für die Lieder. Da erkennt man es vielleicht so am ehesten. Man kann es aber auch ganz gut mischen. Worüber wir uns heute unterhalten haben, das ist auch neueres geistliches Liedgut. Das ist der Lobpreis. Der kommt eigentlich vor allem vor in der charismatischen Bewegung, katholischen charismatischen Bewegung, aber auch in den freikirchlichen charismatischen Gemeinschaften. Da wird einfach Gott gelobt und gepriesen und angebetet. Meistens sind es einfache Lieder mit wenig Text, eine Bibelstelle meistens oder ein Psalmwort. Und das wird dann auch öfter, ähnlich wie bei den Tessé-Gesängen, einfach öfter wiederholt. Kann schon sein, dass das mal 20 Minuten das gleiche Lied gesungen wird, sodass alle mal so richtig drin sind. Es darf richtig kräftig gesungen werden, es darf auch mal geklatscht werden zwischendurch, es kann auch mal ein bisschen, man darf aufstehen beim Singen. Es ist einfach, soll einfach ein bisschen lebendiger sein. Es ist so in dem Sinn einfach für freiwillige Gottesdienste auch geeignet. Ein paar Lieder kennen wir da auch schon. Wir sind hier versammelt in Jesu Namen. Das singen wir gerne bei den Kinderbibeltagen oder auch so mal. Oder auch ein modernes Vaterunser, das mal gesungen wird im Gottesdienst. Da ist dann schon immer mal wieder was dabei. Auch mit der Kirchenkombo. Da haben wir jetzt ein paar neue Lieder. Zum Beispiel Meine Seele preist, das ist ein Marienlied, haben wir schon mal gesungen zur Kommunion. Oder You Raise Me Up, wäre jetzt so ein Neuzugang. Oder auch Wo ich auch stehe, Lied, was in letzter Zeit die Jugendchöre öfter singen. Das sind einfach so auch Lobpreislieder, die so ein bisschen auch im Kirchenalltag so reinkommen. Sie wollen einfach einen Beitrag leisten, dass der Glaube lebendig ist und zeigen, dass Glaube Freude macht. Und dazu, ja, ist uns das eigentlich immer ganz, ganz lieb und recht auch. Jetzt aber beten wir wie jeden Abend, Herr,
Auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schaut es mir nochmal genau an, denn morgen wird ein anderer hier stehen beim Abendimpuls. Also, dann darf unser Diakon auch einen Lobpreis singen. Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Für dich Gott. Bis morgen.